Yo, Freunde, was geht ab? Heute wird es ein extremes Crawler-Video geben. Der hier ist neu. Elektro-Crawler Freeman von Really. Maßstab 1 zu 10. Super-Combo. Wasserdicht und komplett ready to run. Batterien, Akku und Ladegerät sind auch dabei. Außerdem hat er einen kraftvollen Elektromotor. Deswegen fährt er auch nur 10 km/h. Und LED-Beleuchtung hat er auch. 219 Euro habe ich dafür bezahlt. Es gibt noch eine Brushed-Version, kostet dann 300 noch was Euro und das hat dann halt einen stärkeren Motor. Ich packe ihn mal aus. Zack. Im Karton war hier so ein Tütchen mit Accessoires. Das sind irgendwelche kleinen Ersatzteile. Das Ladegerät. Eine Bedienungsanleitung in CD-Form. Eine Bedienungsanleitung in Papierform. Eine Funke. Batterien für die Funke. 4x Doppel-A. 2000 mAh Akku. Ein bisschen Werkzeug. Antennenstäbchen. Und das Auto. Ich finde, der sieht aus wie so ein alter amerikanischer Polizeitruck. Hier hinten haben wir einen kleinen Benzinkanister, falls der Sprit leer geht. Und ansonsten können wir das Werkzeug hier dran befestigen. Also einmal hier die Axt, dieses Ding hier und die Schaufel. Eine Anhängerkupplung hat er hier auch. Und hier vorne sieht so aus, als wenn man noch eine Seilwinde oder sowas befestigen könnte. Die Reifen, die machen einen ganz guten Eindruck. Schön weich. Für den Preis von 200 Euro sieht das hier unten auch in Ordnung aus. Karo-Clips sind hier befestigt, kann man nicht verlieren. Das gefällt mir. Ah, krass. Der hat hier Klettband dran an den Seiten. Habe ich so in der Form noch nie gesehen. Aber interessant, da kommt sicherlich dann nicht ganz so viel Dreck in das Innenleben. Hier haben wir den Empfänger in einer Box. Servo ist auch in einer Box. Der Motor und hier auch alles verschlossen. Das ist der Lichtschalter. Kann man hier an- und ausmachen. Interessant. Und der Akku, der passt auch perfekt hier rein. Maximal 2S kann der fahren. Für 219 Euro kann ich mich beim ersten Eindruck jetzt nicht beschweren, aber was wichtig ist, sind natürlich die Fahreigenschaften. Deswegen lade ich jetzt erstmal den Akku auf. Ich habe ja am Anfang des Videos gesagt, heute wird es extrem. Warum es extrem wird, das werdet ihr gleich sehen, wenn ich draußen bin. Es wird heute extrem, denn ich fahre jetzt zu der Motocross-Strecke und es hat die ganze Nacht geregnet. Es wird verdammt matschig sein. So, mein Freund. Schaut euch das Gelände hier an. Hier ist es schon recht matschig, aber da hinten wird es dann auch viel schlimmer. Glaubt mir. Aber ich will erstmal hier so ein bisschen testen und deswegen lege ich mal los. Mal gucken, wie er sich hier schlagen wird, aber ich denke, das sollte noch kein Problem sein. Oh, schaut euch das mal an. Ah, jetzt steckt er ein bisschen fest. Ist etwas zu steil. Ah, das geht so. Jawohl, schaut euch das an. Das sieht doch richtig gut aus. Und weiter geht die Reise. Oh ja. Krass, ey. Der hat ein richtig gutes Fahrverhalten für 219 Euro. Was beim Crawlen wirklich sehr wichtig ist, dass man verschiedene Geschwindigkeitsstufen hat. Also wenn man hier den Trigger drückt, dass das Ding nicht gleich Vollgas gibt. Und das hat er. Also man kann langsam fahren und dann halt immer schneller. Das ist wirklich sehr wichtig. Ich bin froh, dass er das hat. Ich zeige euch jetzt mal Vollgas. 3, 2, 1. Ja, ich finde, geht schon klar. Der ist ja wasserdicht. Hier haben wir eine Pfütze, die ist jetzt nicht ganz so tief, also sollte wirklich gar kein Problem für ihn sein. Let's go. Jo, kein Problem. Nächste Pfütze, die ist schon etwas tiefer, aber ich wage mich trotzdem rein. Let's go. Jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht wird er da schon ein bisschen schwimmen.
sieht gut aus. Sieht richtig gut aus. Okay, auf geht's in den Matsch. Das sieht auch richtig gut aus. Kommen wir zu der ersten Challenge, die er bewältigen muss. Und zwar diese Rampe hier hoch crawlen. 3, 2, 1, let's go. Ich denke, das wird noch kein Problem für ihn sein. Hab die GoPro noch oben drauf geklatscht, damit wir auch so eine Fahrzeugperspektive hier haben. Oh ja, schaut euch das an. Richtig schön. Jetzt geht's nach oben. Schaut euch an. Gar kein Problem. Und wieder runter. Ich drehe hier um und dann probiere ich es mal hier vorne hoch. Ist ein bisschen steiler. Mal gucken, ob er das auch so einfach schafft. Oh ja. Oh ja, der gefällt mir. Und als nächstes geht es jetzt da hoch. Auch gar kein Problem. So soll es ja auch sein. Und wieder runter, aber ich nehme hier den harten Weg. Ab durch die nächste Pfütze. Bisschen sauber machen. Und jetzt geht's in die Riesenpfütze. Schaut euch das an. Richtig schön. Der ist da hoch. Jawohl! Jetzt wird's richtig extrem. Und zwar habe ich hier eine Monsterpfütze. Das Ding sieht auch tief aus. Es könnte sein, dass er ein bisschen untertaucht. Aber er ist ja wasserdicht, ne? Deswegen, let's go! Jetzt bin ich mal gespannt. Ich fahre langsam rein. Ich glaube, der wird zum Teil schwimmen müssen. Aber wir werden sehen. Ich weiß nicht, wie tief es ist. Oh ja, es ist schon tief. Es ist sehr tief. Schaut euch das an. Wow! Da wird er aber schön sauber. Und es wird noch mal ein bisschen tiefer, aber ohne Probleme. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Oh, oh. Das war's jetzt. Da ist ein ganz großes Loch, das muss ich umfahren. Das sieht man halt nicht, wenn man so im Wasser ist, ne? Aber er ist rausgekommen. So muss das sein. Schaut es euch an. Ich stecke im nächsten Loch. Gar nicht gut. Aber er kann sich einfach rückwärts befreien. Ja, Mann. Und ab durch die nächste Pfütze. Oh ja.
schau dich mal die Pfütze an. Die ist wirklich sehr, sehr tief. Also da müsste er schwimmen. Wenn ihr Bock habt, dass ich es mal dadurch versuche, lasst einen Daumen hoch da. Und wenn das Video 10.000 Daumen hoch erreicht, dann werde ich es probieren. Aber ich glaube, das wird Selbstmord. Ich will jetzt hier auf die linke Seite. Da müsste ich versuchen, hier irgendwie hochzukommen. Und dann werde ich hier wieder schön zurückfahren durch diese Pfütze und mal gucken, was uns dahinter noch so erwartet. Jetzt kommt noch mal eine Monsterpfütze, eine tiefe Monsterpfütze. Aber kein Problem. Nochmal. Das sah doch schon besser aus. Nächste Challenge, durch dieses Schlammgewässer zu fahren. Es ist sehr schlammig. Ich war gerade eben schon mal kurz drin. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Aber let's go. Er wird es schaffen. Da bin ich zuversichtlich. Schaut euch das jetzt an. Oh ja, ich gebe Gas und schaut euch an, wie geil das aussieht. Richtig geil. Jawohl. Noch eine Runde. Der muss sauber werden. Ja, schön. Alles klar, jetzt geht's weiter mit der G-Klasse, aber erstmal will ich zu diesem Fahrzeug paar Worte verlieren. Ich muss sagen, 219 Euro und ich bin wirklich begeistert. Ihr habt es ja selbst gesehen, also die Crossstrecke, matschig, war gar kein Problem. Er ist überall sehr schön gefahren, ich kann mich nicht beschweren. Also dieses Teil kann ich euch mit gutem Gewissen weiterempfehlen, wenn ihr einen guten, günstigen, großen Crawler sucht. Link ist unten in der Beschreibung. Und jetzt schauen wir mal, wie sich die G-Klasse durch die Crossstrecke schlagen wird. Ich nehme den harten Weg. Und zwar hier hoch, das ist schon steil, aber ich habe so das Gefühl, dass wir das schaffen. Oh ja, sehr schön. Und es wird gleich noch steiler. Das könnte ein wenig kritisch werden. Zieht euch das mal rein. Das ist wirklich schon eine heftige Steigung. Nochmal, der schafft das. Ich bin fest davon überzeugt, dass der es schafft. Ja, mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit geht das. Oh oh.
Ja, der Sturm zieht auf, der Regen wird so langsam immer stärker. Ich hoffe, das Crawler-Video hat euch heute gefallen. Bei 10.000 Daumen hoch, wie gesagt, werde ich da hinten in dieser Riesenpfütze tauchen gehen. Schade, ich wäre gerne noch ein bisschen mehr gefahren, aber wie sagt man so schön, man sollte aufhören, wenn es am besten ist. Deswegen, ciao!